Willkommen zu meiner Morgenroutine. Heute zeige ich euch, wie so ein typischer Samstag bei mir aussieht. Bei mir ist jeder Morgen ein bisschen unterschiedlich. Je nach Lust und Laune variiert dann jeder Morgen ein bisschen. So waren, glaube ich, meine Samstage der letzten 3-4 Monate mindestens. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß beim Gucken des Videos. Ready für den Tag. Jetzt gleich geht es für uns zu Ikea. Dann haben wir heute Nachmittag einen Besuch und heute Abend bin ich noch mit einer Freundin zum Kochen verabredet. Guten! Lukas und ich waren gerade bei Ikea, deswegen dachte ich, mache ich mal einen kleinen Haul. Und zwar haben wir erstmal wieder so ein neues Schrubbding geholt. Einen neuen Mülleimer für Restmüll. Wir haben im Moment nur so einen ganz kleinen Restmülleimer, aber der reicht leider gar nicht. Also da müssen wir jeden Tag Müll runterbringen und deswegen haben wir jetzt mal den geholt. Dann haben wir diesen Penhold Hocker. Ich habe das auf Pinterest schon voll oft als Nachttisch gesehen. Das wollen wir auch so machen, weil, ich zeige das gleich mal, wir haben rechts vom Bett den Spiegel stehen und dieser Spiegel kann nirgendwo anders in die Wohnung. Es ist nirgendwo mehr Platz. Deswegen dachte ich, wäre so ein Hocker cool, weil bei dem finde ich es auch nicht so schlimm, wenn er ein bisschen vorm Spiegel steht. Ich baue das gleich mal auf und dann können wir uns das mal angucken. Wir sind natürlich nicht ohne Pflanzen aus dem Haus gegangen. Wir haben einmal diese süße kleine Monstera gekauft. Dann haben wir noch eine kleine Lirata Bambino. Da bin ich mal gespannt, wie die sich halten. Dann haben wir noch einen Kaktus geholt. Ich kannte den gar nicht. Hylocerus undatus. Das Coole ist an diesem Kaktus, dass der gar nicht piekst. Also das ist ganz weich. Die Sachen werde ich gleich mal einpflanzen. Eventuell das ein oder andere sogar in einen größeren Topf machen. Ich glaube, wir haben doch nicht genug Töpfe. Hier ist auf jeden Fall schon mal Pflanze Nummer 1. Hier auf der Fensterbank habe ich die anderen beiden Pflanzen. Lang. Irgendwie dockt das nicht an dieses blöde Loch an. Krieg's nicht hin. Das Gefühl, der Abstand hätte von den Schraublöchern ein bisschen größer sein können. Oben ist schon mal gesetzt und jetzt halt noch irgendwie unten. Ehrlich, mir ist auch egal, wenn ich es einfach auflege. Wir wissen auch mal. Wenn es auf der anderen Seite jetzt nicht geht, dann ist es mir auch egal. Dann würde ich sagen, stellen wir das Ding doch mal ins Schlafzimmer. So sieht es jetzt aus. Ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht, weil das Holz gibt hier ein bisschen Wärme auch mal rein. Das passt zwar nicht so zum restlichen Holz, das finde ich aber gar nicht so schlimm. Meinen alten Nachttisch haben wir einfach hier hingestellt. Das ist dieser ganz einfache Hemmnis. Den finde ich halt weniger schön, aber da hinten in der Ecke sieht man den sowieso nicht. Wir wollen noch auf dem Bett dieses Jahr, im Moment haben wir halt noch so verschiedene Bettwäsche, weil wir zusammengezogen sind und einfach die mitgenommen haben, die wir halt hatten. Wir wollen aber größere Plumus, die übers komplette Bett gehen, die über 2 Meter lang sind und dann halt gerne auch in hell, also in wärmeren Tönen und nicht so weiß. Und hier, das ist halt auch so ein kühler Ton, sondern wirklich ein Beige. Eigentlich habe ich gedacht, lasse ich die Wand plain, aber wenn ich es jetzt so sehe, wir haben nämlich über dem Fernseher noch die Dinger hängen. Die sollen eigentlich schon längst höher gehangen werden. Und ich überlege gerade, weil ich finde nicht, dass ohne die Dinger da was fehlen würde. Deswegen hänge ich, glaube ich, einfach diese Dinger, davon habe ich auch noch ein drittes, übers Bett. Ich finde 2 auch irgendwie cool. Ich bin mir echt unsicher, ob ich noch ein drittes dran machen soll. Ich mache es jetzt einfach mal dran. Das ist doch schon gemütlich, oder? Ich war gerade in der Meierschen. Es gab endlich das Buch, was ich vorbestellt hatte. Ich liebe Kochbücher und das sind auch die einzigen Bücher, die ich mir noch als Print hole. Sonst lese ich immer mit meinem Kindle. So wie ich es verstanden habe, hat er auch super viel so Wissen rund um das Thema gesunde Ernährung da drin. Und das finde ich super spannend. Deswegen freue ich mich da jetzt gleich mal reinzuschauen. Das war auch schon mein typischer Morgen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!